Seitdem hier Bergbauabfälle und Giftstoffe eingelagert wurden, ab 1972, hat man im Prinzip zu Anfang, also zu DDR-Zeiten schon festgestellt, dass eben zum Beispiel Phenol und Quecksilber in Brunnen eben hier 200, 300 Meter weiter unterhalb schon gemessen wurden. Das waren Messwerte von 1973 bis 1977. Dann gab es, das sind Protokolle, die uns auch vorliegen, Messprotokolle von den Hygieneämtern aus Salzwedel und auch Stendal. Und dann ging es ja weiter. Also es wurden 89 Überschreitungen festgestellt, was auch zu DDR-Zeiten nach dem damaligen gültigen Wassergesetz Überschreitungen waren. Und dann kamen die ganzen Gutachten ab 91, 92, 93. Da stand drin, dass eben hier das Sickerwasser das Grundwasser belastet. Und das, da ziehen wir jetzt nicht nur die Trinkwasserverordnung heran, sondern eben auch, es gibt Vorschriften der Grundwasserverordnung, was einfach Bundesgesetze sind. Und da sind eben bestimmte Parameter, was Salzgehalte, was Quecksilber, was andere Schwermetalle angeht, die wurden überschritten. So, und das heißt im Prinzip, man hätte gleich damals, nach der Wende, 92, 93, hätte man hier schon den Einlagerungsbetrieb stoppen müssen, weil diese Grube einfach nicht dicht ist. Das Grundwasser fließt ja dahin und da hat man halt Schadstoffe, Giftstoffe wie Quecksilber oder Salze oder radioaktive Stoffe im Grundwasser gemessen. Und das bedeutet, dass ja hier der Abfallkörper in der Deponie und dass diese abdichtende Schicht, dass die halt nicht dicht genug ist. Dass es hier durchsickert durch die Lehmschicht und dann immer weiter wandert. Und dann eben im Grundwasser werden die Schadstoffe dann mittransportiert. Und finden sich dann hier in diesem... Genau, und dann, hier werden alle 3 Monate werden Messungen gemacht. Ja. Also es gibt insgesamt 12 Messstellen in dem ganzen Bereich und es gibt halt 3 Brunnen, die unbelastet sind und in den meisten Brunnen, vor allen Dingen die nah dran sind, an der Schadstoffquelle, da kann man auch eben diese Stoffe messen. Und das heißt halt, dass die Deponie undicht ist und das ist auch nicht so einfach zu sanieren. Ja? Und das sind auch ja, große, große Mengen, die da schon ausgetreten sind.